Boah, der Crunch. Wie viel weißt du denn über die nordrhein-westfälische Küche? Nix. Herzlich willkommen bei Jan von Tam, das ist Felix, ich bin Melissa und das ist eine neue Blackbox. Und zwar mit dem Thema Nordrhein-Westfalen, NRW, das größte Bundesland. Ist es das größte? Doch, ist flächenmäßig das größte Bundesland. Ich bin die allerletzte Person, die man Erdkundefragen fragen sollte. Naja, ihr dürft das gerne schon in die Kommentare schreiben, genauso wie die Zutaten für die nächste Blackbox. Das ist nämlich das Bundesland Berlin. Represent! Aber heute noch nicht, denn wir gehen ins wunderschöne Nordrhein-Westfalen, vielseitig, spaßig. Mal sehen, wie es kulinarisch wird in unserer Interpretation. Du. Wie viel weißt du denn über die nordrhein-westfälische Küche? Nix! So, ich bin gespannt. Ein bisschen was, aber mal sehen, was es so gibt. Okay, wir haben, das gefällt mir schon mal, Röstzwiebeln. Aha. Mhm. Okay, dann haben wir Mehl. Ja, okay, okay, sehe ich. Schlagsahne. Apfelsaft. Aha. Mhm. Ja, doch, sehe ich. Eine Zwiebel. Äpfel. Es ist? Ja, es ist Blutwurst. Es ist Blutwurst. Im Naturdarm. Erdäpfel, Kartoffeln. Ah, kann man auch nie was falsch machen. Ordentlich ein Stück Butter. Eine Zitrone. Okay, Zucker. Dann haben wir noch ein bisschen Zimt. Und Muskatnuss. Es spricht noch nicht so ganz zu mir. Ich gebe es ehrlich zu, weil wir haben irgendwie so zwei Themen. Wir haben so Sachen, die für mich so klar irgendwie in eine Süßrichtung gehen und die anderen, die astrein herzhaft sind. Meine kulinarischen Erfahrungen in NRW beschränken sich meistens auf irgendwelche Gamescom-Branchenpartys. Ja. Und da gab es sehr oft auch Reibekuchen. Mhm, ja, ja. Ich kann das nicht so aussprechen. Reibekuch. Ja, genau. Ja, das ist auch mehr die rheinhessische, aber ist ja überschwappend, ne? Ja, das sehe ich auf jeden Fall. So Blutwurst dann angebraten, geil. Bisschen Topping, bisschen Apfelmus dazu, Zwiebeln kann man auch rein, also so herzhafte. Bei uns gab es das lustigerweise immer auch an Karneval ganz oft, Reibekuchen. So, ab geht die Post, weil jetzt müssen wir erstmal ein bisschen ackern. Reiben. Kommt ihr denn aus NRW und wenn ja, was sagt ihr, muss man hier unbedingt mal gesehen haben? Oh, wo ja. Sollte man eigentlich mal hin? Weil es gibt auch schöne landschaftliche Sachen, so das Münsterland und so, ist echt auch toll. Ne? Also schreibt uns das gerne. Und was sollte man mal gegessen haben, außer dem, was wir jetzt hier zusammen kochen? Ja. So, das heißt, die Frage ist, also ich würde den eigentlich fein reiben, dann haben wir diese feinen Kartoffelstränge oder möchtest du lieber so große, breite? Also je kleiner sind, desto knuspriger werden sie im Ausbacken. Was geht denn schneller? Kleiner. Kleiner. Ja, dann mach kleiner. So, dann fein. Und jetzt geht die Reiberei los. So, die Zwiebel ist so riesig, ich glaube, da reicht wahrscheinlich die Hälfte für uns. Mhm. Ja, ich glaube, das reicht. Gut. So, wir müssen das Ganze gleich auspressen, weil da zu viel Flüssigkeit drin ist. Ja, soll ja schön knusprig sein. Außerdem kann man dann sogar ein bisschen von der Kartoffelstärke wieder abfangen, so wie beim Knödel. Also wir haben jetzt hier übrigens nicht nur die Kartoffeln reingerieben, sondern auch eine halbe Zwiebel und einen Apfel. Yes, wie es sich gehört. Ja, Apfel finde ich. Machst du Apfel immer in deine Kartoffelpuffer? Ja. Echt? Auf jeden Fall. Na, witzig. Nee, kennst du das nicht? Nee, nö, also ich kann es mir vorstellen. Nee, wir haben immer nur Kartoffeln und Zwiebeln. Ah, vielleicht eine Berliner Sache? I don't know. Okay, die ist auf jeden Fall geräuchert, so wie sie riecht. Ja. Ich schneide jetzt einfach mal so drei Scheiben ab und dann gucke ich in der Pfanne, was passiert. So. So, hier kommt echt ordentlich was an Flüssigkeit raus. Und hier, guck mal, schon 1A Knödel. Ja, ist doch schon fertig. Ich glaube, ein klein bisschen Mehl und Gewürze können wir hier schon rein. Ja. Ja. So, dass es, aber es pappt auf jeden Fall schon gut zusammen. Salz, Pfeffer, ich komme gleich noch mit der Muskatnuss und dem Zimt. Ja. Ja, willst du den Zimt hier reinmachen? Nicht? Ich hätte den sonst mit ein bisschen mit dem Apfelsaft Apfelgemischmus reingemacht. Ach stimmt, wir machen ja noch Apfelmus. Ja, lol, genau. Habe ich komplett vergessen. Ich schäme mal den nächsten Apfel. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal das Apfelmus und sobald das ein bisschen eingekocht ist oder am Einkochen ist, fangen wir an, die Kartoffelpuffer zu formen und zu braten. Jo. Yes. So. Äpfel rein. Ja, ich gebe schon mal einen Schluck Apfelsaft dazu. Ich mache einfach schon mal ein bisschen so Zitronenabrieb, ein klein bisschen Zitronensaft rein. Schadet ja nicht, dann haben wir das auch direkt. Und dann können wir den Zimt auch gleich hinterher werfen. Ja, der kann sich da schon mit einkochen. So, zu guter Letzt noch ein bisschen Zimt hier rein. So. Und dann lassen wir das erstmal köcheln. Wenn man noch ein bisschen geduldiger ist, kommt da noch viel mehr Stärke raus. Aber ihr seht hier schon,
Hier ist Kartoffelstärke und die ist so ganz zähflüssig auch, also witzig einfach. Und davon können wir jetzt einfach auch ein bisschen noch in die Kartoffelpuffer geben. Dann können wir auch schon mal einen ordentlichen Schwaps Öl erhitzen. Ich mache hier erstmal den kleinen, dann können wir testen, ob es Öl heiß genug ist, dass alles hält. Ja, mach nicht zu heiß, sonst verbrennen die. Ja, aber der erste wird nie so richtig gut, so wie ja, es immer ist. Ja, die mit Eierkuchen. In unsere aufgeschlagene Sahne kommen noch Röstzwiebeln, weil die einen werden dann so ein bisschen weich und geben Aroma ab und dann können wir am Ende noch so ein bisschen Crunch oben drauf machen, wie auf Kartoffelbrei. Auch immer Röstzwiebeln rein und Röstzwiebeln drauf. Ich stecke jetzt einfach ein bisschen an. Wir haben immer noch die Butter, ne? Ich würde das da, ist ja auch nah französische Grenze und sowas, ich würde das da, wenn die Kartoffelpuffer fertig sind, machen wir so Noppen Butter drauf mit ein bisschen Salz. Wie so ein Galette oder sowas. Den Probepuffer hole ich schon mal raus, den kleinen. Ich glaube, der ist gut und sehr knusprig. Ja. So, zack. Oh, oh mein Gott, ich habe es nicht gesehen, aber sie ist geplatzt. Ja, krass. Okay, wird dann wahrscheinlich Zeit, die rauszuholen, I guess? Ja, soll ich den Teller irgendwie holen oder so? Oder machst du aufs Brettchen? Aha, jetzt langsam haben wir hier die Flüssigkeit auch runtergekocht und sowas. Ich glaube, unser Mousse, das mache ich jetzt mal aus, aber das sieht schon schön. Guck mal. Ja, ich versuche das jetzt hier mal zu machen und dann sehen wir uns gleich. Jawohl. Okay, gewinnt kein Schönheitswettbewerb, aber es macht deutsches Essen selten. Ja. Muss man auch dazu sagen. Dafür hören Sie. Boah, der Crunch. Es cruncht. Ich mache mir hier noch so einen kleinen Schuss. Wie beim Schnitzel. Ja. Guten Appetit. Ja, ich wie immer, Melissa Gabel. Mmh. Mmh. Kartoffelpuffer. Dieser extra Schuss Sahne mit der Zitrone kickt aber. Mhm. Das macht's wirklich lecker. Also. Ich war bei der Sahne so ein bisschen so, ja, aber nee, eigentlich eine gute Kombi dazu. Kann man öfter machen. Ey, auch mit der Blutwurst? Ja. Ist gut. Auf jeden Fall. Also ich hoffe, wir haben NRW, naja, stolz gemacht. Wir haben euch ein bisschen repräsentiert. Wenn ja. Ihr sagt, ja, war gut, dann schreibt uns gerne. Wenn ihr sagt, nee, seid ihr bekloppt, ich hätte was ganz anderes gemacht, auch das bitte schreibt gerne in die Kommentare. Ja. Und vergesst nicht, apropos Kommentare, Blackbox, Berlin, eure Zutaten brauchen wir dafür. Ja, macht mich stolz. Kinders, macht mich stolz. Jawohl, Melissa und ihre Oma stolz. Ja, Mann. So, und ich esse jetzt weiter Reibekuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.